Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir befinden uns in den Ruinen von Imperion und haben einiges über die Vorgeschichte jetzt erlebt. Die Van, irgendwelche gottgleich gewordenen Wesen, sind anscheinend nicht so nett zu uns, wie wir vermutet haben. Einmal haben sie ja die Geschichte verändert, oder das Schicksal verändert, um Lenae zu retten, aber in der Vergangenheit haben sie anscheinend die Menschheit ausgelöscht, oder es zumindest herbeigeführt, aus Angst, dass die Menschheit jemals zu stark wird. Irgendeine Stimme erzählt uns diese Geschichte. Wer oder was erzählt uns das? Was ist hier? Ein Rätsel ist hier. Natürlich ist ein Rätsel hier. Wo kommen wir denn hier hin? Also drüben könnte man dort hin. Wo kommt man denn da? Okay, also nach links ist hier kein Zweck, Sinn und Zweck. Hier, das da, kaputt. Kann man dann irgendwas damit machen? Nein, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mal, von wo ich... Ich muss zugeben, ich überlege... Ich weiß gar nicht, von wo ich hier drauf komme. Also ich könnte, wenn hier was drauf ist, könnte ich da drauf. Wenn hier was drauf ist, könnte ich was drauf. Aber dann... ist auch zu Ende. Und dementsprechend müssen die eigentlich die so oder so sich bewegen. Welchen Sinn und Zweck hat das dorthin? Komme ich da jemals hin? Ich muss wahrscheinlich mit beiden Kugeln wieder arbeiten. Ich habe eine Idee schon mal. Mal schauen, wie weit sie mich bringt. Dann gehst du nach da oben. Dahin und dann könntest du da drauf. Was machen wir mit dem? Ah, nee. Idee. Also das war schon mal nicht schlecht. Wir müssen mehr machen. Ich glaube nämlich, wir müssen so... Und dann so. Dann können wir darüber. Okay, das ist schon mal recht gut, aber was machen wir hier? Was soll ich hier jetzt machen? Ach, verdammt. Ich glaube, ich hätte es anders machen müssen. Es war gut. Es war nicht schlecht. Ich war dem Ergebnis recht nahe. Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. So. So. Ah, das sieht gut aus. Ich dachte mir gerade, das könnte man doch so machen. Jawohl. Ein weiteres Rätsel gelöst. Es ging, ging. Ja, aber so langsam werden sie knackig. Das war schon, da musste man schon um Ecken denken. Aber das Spiel hat einen auch gut darauf vorbereitet. Oh, null Kisten. Das könnte bedeuten, hier passiert was. Okay. Großer Vorplatz mit nichts passiert. Kirchenschlüssel. Neue Sachen. Okay, wir Merlin. Hat jemand Merlin? Niemand hat Merlin? 300er Waffen hat jeder. Okay, hier habe ich was gesehen. Da haben wir was. Großschwert, genau. 300er. Was haben wir da noch? Ein 3. Support-Drohne. Schau mal eine an.
Außerdem haben wir... Ich habe vergessen, was wir bekommen haben. Javelin haben wir bekommen. Sehr gut. Wir haben noch irgendwas. Wir haben eine Rüstung oder sowas bekommen, nicht wahr? Handlungsrüstung. Das ist was für wen? Idealerweise. Für dich ist das was Perfektes. Dann nimmst du die Handlungsrüstung. Okay, einige Ressourcen, einiges davon. Das ist sehr verdächtig. Der Kirchenschlüssel war anscheinend das Wichtige hier. Okay. Du bist es also, die dunkle Himmelsrüstung vom Kloster. Celestia, du bist die heilige Mutter, die Wiedergeburt der ältesten Linie. Ein Echo mit einer nie endenden Mission, eine Waffe zu finden, den Vorboten zu zerstören. Aber du bist zu früh, der Vorbote schläft, ist keine Gefahr. Die Wehen allerdings werden die Menschen einmal mehr vernichten, um sie zu kontrollieren. Die Wehen sind unsere Feinde und das Grand Grimoire ist die Waffe, die ich nutzen werde, um sie zu vernichten. Bartratz, sagt er die Wahrheit? Die Wehen wurden seit Jahrtausenden nicht gesehen. Wir wissen nicht, was sie tun. Egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Es ist im Moment egal. Die Wehen werden durch das Grimoire fallen, weshalb ich es jetzt an mich nehmen werde. Das wirst du sicher nicht. Eine Herausforderung? Ausgezeichnet. Wer von uns wird würdig sein, das Grand Grimoire zu nutzen, um die Götter zu strafen? Okay. Was war das gerade? Erschrocken. Spürst du den Schrecken? Schnell! Du musst die Person vollständig heilen, sonst stirbt sie! Eine Runde bis zum Tod. Erstmal vergiften. Wow, die stirbt auch so! Jawohl, vollkommen geheilt. Handlungsunfähig. Sehr gute Sache. Licht, Wasser. Jemand hier Wasser? Wasser zufällig. Erhöht. Ja doch, 4 Runden lang ist eine Anzahl. Angriffsstärke, jawohl. Ah, du hast leider durch das Großschwert... davor hattest du eigentlich... Ja, schade. Das Großschwert macht halt schon ordentlich Schaden. Die Komplettheilung ist eigentlich ziemlich gut. Noch Schilde hoch. Ihr seid stark. Vor allem du, Rothaarige. Und wenn ihr mich besiegt, können wir vielleicht eine kleine Planänderung vornehmen. Wie kann er so locker und entspannt reden, wenn er gegen uns 4 kämpft? Reiner Terror. Okay, jetzt müssen wir erschrocken. Bartratz, heil dich! Eine Runde bis zum Tod. Das lassen wir nicht zu!
gucken. Zum Glück hat er bloß einen Angriff. So, der Modus ist schon mal weg. Gut. Durchbohre den Gegner. Oh, das macht Damage. Oh, warum hat keinen Schaden gemacht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal. Das ist gut. Ja, wir brauchen jetzt leider ein bisschen Power. Beziehungsweise TP. Wunderbar, sogar Kaspar stößt an seine Grenzen. Kaspar, die ursprüngliche Seraph-Rüstung? Unmöglich. Das ist scheiße. Tja. Erschrocken 2. Warum erschrocken 2? Erschrocken ist weg. Gut. Müssten alle wieder bei Sinnen sein. Schilde. Tod durch Terror. Was? Ich dachte, ich habe dich einmal vollständig geheilt. Sie muss unbedingt Punkte sammeln. Ich muss unbedingt mal ein bisschen Sachen sammeln. Stand gerade daneben, blablabla. Okay, wir müssen jetzt overdriven. Komm, hau drauf. Oh, Moment, vielleicht. Ja, Gift mal wieder. Ja. Schon gesehen, dass das Gift ausgelaufen ist. Das ist nicht so cool. Ah, wir heben uns die Punkte auf. Boost! Das sind schon wieder keine Punkte. Victor! Das kann doch nicht wahr sein. Yes! Ursprüngliche Seraphenrüstung. Wer steckt hinter dieser mächtigen Waffe? War das nicht auch der uns irgendwann bekämpft hat am Anfang des Spiels? Das habe ich nicht erwartet. Du bist stark, vielleicht stark genug. Nun denn, vielleicht bist du besser darin, das Grimoire zur Hand zu haben. Du willst es zerstören. Schön, doch zuerst nutze es für die größere Sache. Töte die Van, welche die Menschheit schon viel zu lange als Geisel halten. Beende die Tyrannei der Götter über die Menschheit und leg das Schicksal in die Hände der Menschen. Du willst, dass wir die Van vernichten? Such den Schlüssel in Lady Rainers Grab und beende den Kreislauf der Zerstörung. Das ist der wahre Nutzen des Grimoire. Rette Valandis, rette Eldrea. Wer war das? Schon wieder das Grab von Lady Rainer. Wir sollten die Götter mit dem Stein töten? Denkt er, wir glauben diese Geschichte? Er schien kein Verbündeter zu sein, doch irgendwie tief in meinen Inneren. Du willst ihm glauben? Die Erinnerungen prassen auf mich ein. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Er könnte die Wahrheit sagen. Hm. Alles in Ordnung, Glenn. Du siehst nicht allzu gut aus. Bin ich das oder wird es warm hier? Glenn! Mein Kopf.
Und deswegen errichteten wir die Stätten überall auf der Welt. Dazu schicken wir die Seelen unserer Maiden durch den Maelstrom. Er redet immer noch. Oh, du bist zurück, H03? Ich hatte schon Angst, ich müsste den Abend ohne dich verbringen. Hey, Timothy, lass uns von hier abhauen, sonst fragt der Kerl noch nach einem Tanz. Oder schlimmer. Ja, das will ich auch nicht sehen. Komm, gehen wir. Oh, ich erinnere mich gerade an was, Lord Vaan. Verzeiht mir. Das haben wir doch schon gesehen, oder? Timothy, danke. Danke, dass du für mich da bist. Du kannst immer auf mich zählen, Linné. Immer. Oh, ist Timothy dieser schwarze Ritter? Ah. Was war das, Linné? Timothy? Das hat sich nicht wie ein normaler Traum angefühlt, eher wie Erinnerung. War das das Echo meines früheren Lebens? Es könnte aber auch einfach ein Traum gewesen sein. Oh, bin ich das Echo von Timothy? Endlich bist du wach. Komm mit. Ich hoffe, er hat gut geschlafen. Cameron, du bist wieder bei Bewusstsein. Lebendig und munter. Mein Bierpegel steigt und ich bin gut gelaunt. Ich habe gehört, das gilt, ein Grand Grimoire zu zerstören. Na, wieso diese gedrückte Stimmung? Können wir vielleicht noch etwas abwarten? Dein Ernst? Also, glaubst du an all das Zeug aus Shambhala, Linné? Wir könnten für die meisten Informationen bürgen. Wir und Linné sind Teil einer Gruppe, die den Vorboten zerstören möchte. Die Wehen waren damals unsere Verbündeten. Wenn wir die Wehen besiegen wollen... Dann braucht ihr das Grimoire und wenn ihr einen persönlichen Rat wollt, das ist genau das, was ich tun würde. Was meinst du damit, Faran? Ihr habt gerufen, Prinzessin? Na was? Tja, das hat nicht lange funktioniert. Ach, Gwen. Ich werde alt, aber noch habe ich ein paar Tage in mir. Gwen! Er täuscht uns genau wie damals in Nyssa. Dafür ein anderes Gesicht zu nutzen, das ist allerdings etwas Neues. Bitte verzeiht mir, ich habe nur ein bisschen Spaß. Wie auch immer, jetzt kann ich mich endlich euch allen zeigen. Es macht keinen Unterschied mehr, ob ich nur mit Glenn rede. Du hast gesagt, du möchtest, dass wir die Van mit dem Grimoire zerstören. Was geht dich das an? Sie sind eine elitäre Spezies, die sich für Götter hält und alle paar Jahrhunderte oder so die Welt verwüstet. Deshalb möchte ich sie beseitigen. Um ehrlich zu sein, mir liegt die Menschheit tatsächlich am Herzen. Wie kannst du das behaupten? Ausgerechnet du, der tausende unschuldige Leben mit dem Grand Grimoire ausgelöscht hat. Das ist ein Preis, den wir für die Rettung der Menschheit zahlen müssen. Das Grand Grimoire benötigt Macht, um die Van töten zu können. Dafür musste ich es mit Energie versorgen. Wie töten wir die Van mit dem Stein? Linné, willst du wirklich auf ihn hören? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er dir in der Vergangenheit schon mehrmals geholfen. Das stimmt, aber... Zuerst müsst ihr das Grab Lady Rainers finden. Prinzessin Amalia sollte euch zu den Katakomben ihrer Vorfahren führen können. Und Glenn sollte dazu in der Lage sein, das Grab zu öffnen. Das Grab von Lady Rainers in den Katakomben meiner Vorfahren? Ein offensichtliches Versteck, nicht wahr? Holt den Schlüssel aus dem Grab und wir sprechen uns wieder. Werft so lange ein Auge auf das Grand Grimoire für mich, ja? Ein Schlüssel, wofür? Er ist weg. Warum ist er in all das verwickelt? Was hat er seit Nyssa angestellt? Glenn, was hältst du davon? Du bist unser Anführer. Was sollen wir mit dem Grimoire tun? Er kann sich mit dieser Entscheidung Zeit lassen. Die Himmelskaiser hat ein paar Probleme. Ich werde einen Tag brauchen, um sie wieder fit zu kriegen. In Ordnung, dann lass uns eine Nacht darüber schlafen. Markas. Willkommen zurück, Endard. Wie ist es gelaufen? Ich konnte das Grimoire nicht abnehmen, aber sie scheinen es selbst gut nutzen zu können. Die Heilige Mutter wird also persönlich die Wellen vernichten, welche Ironie des Schicksals. Zu schade, dass ich sie bislang nicht selbst kennenlernen durfte, aber vielleicht kann ich das noch. Ihr habt nach mir geschickt, Lord Markas? Prinzessin Celestia Valkyria von Tarin, das ist der Name unserer wiedergeborenen Heiligen Mutter. Die Heilige Mutter? Sie ist erschienen? Ich... Endard konnte leider kein Treffen mit ihr arrangieren. Vielleicht könnt ihr das übernehmen. Aber wie soll ich... Sienna reist an ihrer Seite.
Sienna? Moment mal, die ehemalige Großinquisition? Ihr Lebensanker befindet sich noch immer in unserem Besitz. Findet Sienna und bringt mir die heilige Mutter. Wo wisst ihr? Ihr habt eure Mission. Verschwindet. Na schön, ich werde euch Prinzessin Celestia bringen. Oha, Sienna, ehemalige Großinquisitorin. Crazy. Das ist nicht gut. Was denkst du, Chris? Alle sind angespannt. Besonders Glenn und Lenny sehen müde aus. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, wie ich allen helfen könnte. Wuff, wuff. Glaubst du, wir können was Gutes arrangieren? Ich frage mich nur, was? Wuff. Ich sollte mit ihnen reden? Aber du weißt ja, wie schwer mir das fällt. Stimmt's, Chris? Aber manchmal muss man das ja bei den Hörnern packen. Warte hier, Chris. Ich spreche mit allen und dann komme ich zurück. Okay. Dann sprechen wir mal schnell mit allen. Ich glaube, niemand würde das so sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, Amalia, hab dich gar nicht bemerkt. Jeden Tag übe ich, gewöhnlicher zu sprechen, weißt du? Ich glaube nicht, dass ich je wieder als Prinzessin leben möchte. Das Leben außerhalb des Palastes ist oft mit Leid verbunden, doch das ist ein Preis für die Freiheit, den ich gewillt bin zu zahlen. Okay. Ich komme nicht weiter, absolute Schreibblockade. Hab mich völlig verrannt. Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Oh, Amalia, ich schreibe über das Leben eines Chefkochs. Doch irgendwie fehlt mir das nötige Wissen dafür. Ich müsste wohl erst Nachforschungen anstellen. Aber wer hat dazu dieser Tag schon Zeit? Kochen ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Warum habe ich mich überhaupt für das Thema entschieden? Ah, stimmt. Mein Agent. Okay, jetzt muss ich mit allen quatschen. Buch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Buch schreiben will. Okay, die sind hier nicht. Okay, ist auch niemand. Ich könnte auch die Skills weiterentwickeln. Das gäbe auf jeden Fall einen schönen Boost wieder. Beim letzten Mal gab es keinen Boost. Könntest du uns alleine lassen? Glenn hat mir versprochen, er würde mir ein paar Tricks in der Himmelsrüstung zeigen. Gerade bin ich in der schlechtesten Pilot der Gruppe. Gefällt mir gar nicht. Aber erstmal brauche ich einen Drink. Das Zeug hier schmeckt nach Seegras. Leider. Atras scheint damit kein Problem zu haben. Der schluckt einfach alles. Mhm. Sprich mit deinen Freunden und kehre zu Crest zurück. Okay. Oh, ich habe mein Fundament begonnen. Sobald es fertig ist, werde ich diesen Ort zum Leuchten bringen. Ich werde ein paar Pflanzen, Blumen und vielleicht sogar Haustiere hinzufügen. Okay. Stimmt, mit dir haben wir noch gar nicht gesprochen gehabt. Oh, das ist ein alternativer Ausgang. Dann gehen wir mal hier runter. Mhm. Hier ist niemand. Alles klar. Okay. Niemand. Ah, Glenn. Ich versuche mich irgendwie abzulenken, aber es gibt keine spannenden Bücher hier. Und um ehrlich zu sein, ich habe die meisten wohl schon gelesen. Wenn ich ein paar Magazine hier hätte. Unser Einkäufer beim Eisernen Bullen hatte immer die neueste Ausgabe vom Himmelsreiter Deluxe beschafft, aber die finde ich hier wohl eher nicht. Magazine, da habe ich jetzt als erstes an was anderes gedacht, aber gut. Himmelsreiter Deluxe. Das ist halt Glenn. Ach, du Schande, ich muss jetzt... ich weiß doch nicht, wo die alle sind. Oh. Kampfsport und Essen sind meine Hobbys. Mit Kampfsportunterricht verdiene ich ein bisschen Geld, aber ich bin noch jung und vielleicht mache ich mal was ganz anderes. Mein Meister würde sagen, das wäre eine Verschwendung meines Talents. Meine Eltern würden dasselbe über meine Vorliebe für mein Essen sagen. Weißt du, ich kann sogar noch besser kochen als essen. Es gibt keine Mahlzeit, die ich nicht zubereiten kann. Okay, Moment. Essen zubereiten, Chefkoch, oh, das passt doch irgendwie zusammen. Okay, Schweinchen und Tiere, alles in Ordnung. Was ist hier los? Das ist nur der erste Schritt, dann müssen wir alle Gebäude aufwerten. Okay. Das hört sich spannend an. Hier ist niemand, mit dem wir quatschen können. Ist nicht so hoch. Wenn ich von hier springe, verletze ich mich nicht, oder? Oh nein, ich habe ängstliche Angst. Hey, Amalia, was ich hier mache? Ich lerne fliegen. Und in Sova war ich der Einzige, der nie lernte, wie mir das ging. Aber es ist so schwer. So schwer wie diese Rüstung. Oh, vielleicht sollte ich die ausziehen. Nun, sogar ohne Wiege ich recht viel.
Wegen der ganzen Süßigkeiten, die ich esse. Ja, vielleicht sollte ich erst mal in Form kommen, bevor ich fliegen übe. Tja, das kenne ich, das Problem. Ich will mein Leben im Palast zurück, doch wenn Lene lieber ein einfaches Leben will, dann folge ich ihr. Mit Wilderei könnte ich gutes Geld machen, aber Lene ist kein Fleisch und wäre sicher dagegen. Ich weiß auch viel über Kräuter, könnte einen Laden für Kräuter und Gewürze haben. Das ist unter meiner Würde, aber irgendwie aufregend. Ich bin nicht mal ein ausgezeichneter Esser, sondern auch einer der besten Köche überhaupt. Klar, ich kann mich an kein Rezept erinnern, aber ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl verrät mir, welche Innereien am besten sind. Wenn du mir nicht glaubst, warte, bis ich eine saftige Speichelleber in die Finger bekomme. Okay, ich glaube, ich habe mit allen geredet, oder? Jetzt muss ich doch mal hier schauen, kurz mal. Talent, ja, machen wir doch Talent. Ja, Talente erlernen. Ach, ich habe gerade plus 7. Dann kann ich gar nicht schauen, wer fehlt denn noch? Mit wem habe ich noch nicht geredet? Mit irgendjemand noch nicht geredet? Nach oben. Ich glaube, ich habe mit allen... Habe ich genug Informationen? Ja. Oh, Chris. Oh, Chris, sie haben alle unterschiedliche Probleme und Wünsche. Das wird nicht einfach. Uff. Aber ein Thema kommt immer wieder auf. Ich glaube, wir könnten ein Festmahl zubereiten. Nur kann ich nicht gut kochen. In der Vergangenheit bin ich immer in die Küche geschlichen und habe den Köchen zugesehen. Aber kochen ist für mich was anderes. Uff. Das stimmt. Das eine Mal habe ich gekocht und es war besser als gedacht. Vielleicht soll ich es probieren. Ich werde die anderen fragen müssen, wie man bestimmte Dinge kocht. Aber keine Sorge, sie werden nicht merken, dass ich eine Überraschung vorbereite. Also, was brauchen wir für ein Menü, Chris? Wir beginnen mit einer Vorspeise. Am Anfang des Menüs sollte etwas ganz Besonderes stehen. Für den Hauptgang nehmen wir etwas Herzhaftes, etwas mit kräftigen Gewürzen. Als Dessert natürlich etwas Süßes. Wuff! Du hast recht, wir brauchen natürlich Getränke. Also, wer ist wohl die jeweils beste Person für welchen Gang? Wen sollten wir wegen der Vorspeise fragen? Oh, shit. Vorspeise. Kräuter. Das ist eher Mika. Mika war eine sehr gute Köchin. Ich weiß nicht, will ich die nicht... Glenn hat gar keinen Hinweis auf irgendwie Kochen gegeben. Für die Vorspeise. Ich kümmere mich selbst um die Vorspeise. Moment, Vorspeise. Vorspeise könnte... ich würde Rob beim Hauptgang eher sehen. Rob beim Hauptgang. Wo ist dann Mika? Mika ist bei der Vorspeise, oder? Mika kann gut... Mika. Das ist eine gute Wahl. Was ist mit dem Hauptgang? Rob. Ah, Tomke wäre auch nicht schlecht. Ah, Top Rob kann jagen und hat Kräuter. Tomke. Oder? Egil will fliegen. Sienna... Sienna nicht. Victor will lernen, aber der hat noch nicht gelernt. Okay, gute Wahl. Und die Drinks? Oh, Getränke. Getränke? Batratz schluckt alles runter. Sienna kennt sich mit Getränken. So machen wir es, Chris. Holen wir uns die Information. Wuff! Also gut, ich habe jeden nach seinen Lieblingsgerichten gewarnt und scheinbar merkt niemand, dass wir hier planen. Du da, kannst du kochen? Ich bin eigentlich der Koch. Das muss genügen, steh nicht nur herum. Hilf mir ein paar Mal für meine Freunde zuzubringen, ich habe ein paar Rezepte. Okay, schau mal, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das sieht fantastisch aus, Amalie. Du hast recht, sieht großartig aus. Das ist so nett von dir, Amalie. Du hast dich sogar um Getränke gekümmert, nicht schlecht. Rede nicht so viel, esst gefälligst. Ich hoffe, ihr genießt es. Das Essen ist sehr speziell. Ich meine, es ist echt gut. Verzeiht, ich muss kurz rausgehen. Das ist ich meine, es schmeckt interessant. Was ist denn mit euren Gesichtern los? Das schmeckt großartig. Ja, es war wirklich köstlich. Danke vielmals, Amalie. Ich hoffe, ihr vergesst niemals, wie viel Aufwand ich in dieses Essen gesteckt habe. Oh, das klang nicht nett. Ich meine, Essen von einer Prinzessin serviert zu bekommen, das ist eher selten. Also genießt dieses Moment. Nein, was sage ich da nur? Ich bin so nervös. Ich
Ich meine, ich sage schreckliche Dinge. Es tut mir leid. Ich bin nicht so. Glaubt mir. Ich bitte euch. Gräm dich nicht, Amalia. Es fällt dir schwer, die richtigen Worte zu finden. Das kenne ich nur zu gut. Ich mag neu in der Gruppe sein, aber ich habe sofort erkannt, dass du eine nette Person bist. Ihr habt meinen Dank. Ich bin immer noch baff, dass du das alles alleine zubereitet hast. Ah, oh nein! Wo gehst du hin? Der Kerl, der mir geholfen hat, ist vor Erschöpfung vielleicht zusammengebrochen. Er konnte nicht mit mir mithalten. Ich schaue lieber mal nach ihm. Ihr könnt sauber machen, wenn ihr wollt. Nun, da wir satt sind, lasst uns überlegen, was wir nun machen. Haku hat uns wissen lassen, dass die Himmelskreise bereit ist. Gehen wir in den großen Besprechungsraum. Der Himmelskreise ist zum Abflug bereit. Nun denn, Glenn, wie lautet deine Entscheidung? Du bist unser Anführer. Ich soll also entscheiden, ob wir entweder eine Massenvernichtungswaffe zerstören oder ob wir sie nutzen, um Götter zu vernichten, welche die Menschheit auslöschen wollen? Ein Tag genügt nicht, um hier eine Entscheidung zu treffen. Ich will mit dem Grimoire nicht noch mehr Menschen verletzen. Wenn Gwaine die Wahrheit sagt und die Vaynen die Menschheit immer wieder ausradieren, dann dürfen wir das nicht zulassen. Aber wenn wir den Stein zu unseren Zwecken nutzen, dann sind wir nicht besser als König Frederick. Kilian würde nicht zögern, doch ich bin mir nicht sicher. Glenn. Tut mir leid, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen. Ich brauche mehr Zeit. Lasst uns erst zum Grab gehen und die Entscheidung aufschieben. Also gut, lasst uns warten, bis wir den Schlüssel vom Grab von Lady Rhaena haben. Danke, Glenn. Also dann, so möge ich euch zum Grab meiner Vorfahren nordöstlich von Farnsport führen. Faran, bereite alles vor, während wir auf dem Weg sind. Halte dich an den Plan. Glaubst du wirklich, diese Wälderschlitter werden irgendwas bewirken können? Es sind gewöhnliche Leute, sie wissen kaum, wie man eine Waffe hält. Wenn sich die perfekte Gelegenheit ergibt, dann haben sie vielleicht eine Chance. Die perfekte Gelegenheit? Hoffen wir, dass ich sie erkennen werde. Neue Nebenquests sind verfügbar. Ah, sehr gut, sehr gut. Neue Nebenquests. Ach ja. Und Skills zu verteilen. Und wahrscheinlich... Wie viel Geld habe ich? Wahrscheinlich... Ich mache es jetzt mal nicht, aber wahrscheinlich gibt es auch neue Rekruten zu suchen. Puh, wir haben also was zu tun. Moment, kann ich... Wenn ich hier rausgehe, passiert da was? Schauen wir doch mal. Ah ja. Hier ist eine Nebenquest dort unten. Okay. Und da ist das Grab. Auch okay. Ja, okay. Ich werde Skills verteilen. Ich werde mich ein bisschen umschauen. Und dann gehen wir wahrscheinlich erstmal eine Nebenquest machen. Mal schauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.